Ja, eigentlich möchte ich Ihnen auch ein kleines Geschenk machen. Normalerweise so Musikband, die sind zu einfach. Die können alle so Medley machen, wo alle die guten Stücke, die sie mal gemacht haben, einfach vorspielen können. Und ich habe jetzt auch mal ein Medley gemacht, versucht mit Emil-Nummern. Und zwar würde das so etwa lauten: Hardy! Hardy! Ja, Hardy, wenn du denn unsere Bettdecke nicht mehr brauchst, dann sag's mir's. Ja, wissen Sie, unser Sohn macht darum in unserem Schlafzimmer in den Ölwechsel am Töffli. Da habe ich gesagt, dass er nicht muss auf dem leeren Boden liegen, da können wir unsere Bettdecke haben. Ja, da ist der Kiosk vom Meisenweg. Ja, ist dort die Sportautogesellschaft da? Ja, hören Sie, ich habe einen Kunden von mir, der hat vergessen, auf seinem Coupon ein X einzutragen. Jetzt sollten Sie das nachtragen. Sie hat gesagt, Sie machen das nicht. Sie müssen das machen. Das ist eine kleine Sache, nicht wahr? Ja, blättern Sie mal den Coupon durch, dann sehen Sie sofort, wo das X fällt. Grüezi, Schwester. Brunschwiller Urs. Brunschwiller. Wie? Nein, ich bin alleine da. Ah, Gruppe? Nein, ich bin alleine da. Ja. Ich habe mich angemeldet wegen dem Anzapfen. Ja, Brunschwiller Urs. Was muss ich? Den Ärmel hinten schieben? Oh, gibt es noch Arbeit? Muss ich Blut harassen vom Keller unten raufholen? He? Was ist, Schwester? Wo wollen Sie ihn stüpfen? Da, wenn Sie reinstüpfen, beim Scharnier. Ja, passen Sie auf, sonst steche ich Sie dann auch. Marie, komm mal ans Fenster. Ja, da unten, der Buchen kommt heim. Sieht auch schlecht aus. He? Schau mal, wie er läuft. Ja, der kommt auch nicht mehr zu Weg. Wahrscheinlich ist er wieder auf Zurzach gewesen, baden. He? Grüß Sie, Bucher. So, immer gesund am Pusper, hä? Ja. Wo sind Sie? Ah, ein Grümpelturnier. Ja, ja, das glaube ich, ja, ja. Auf Wiedersehen, Herr Zurzach. Herr Bucher, ja, ja. So, Silvia, fahr los. Schön Ski, schön zusammenhalten, schön mit den Schienen runterfahren und jetzt das Gewicht ein bisschen verlagern. Gut, Silvia, und jetzt auf die andere Seite, aber ein bisschen aufrecht, Silvia, ein bisschen Brust raus. Du musst einfach denken, der Baum dort unten sei ein Mann. Jawohl, aber nicht in den Baum rein. Sollen wir einen runter schauen, was da unten passiert. So, Frau Doktor, jetzt kommen Sie dran. Jawohl, schön abstoßen. Und jetzt schön mit der. Jawohl, sehr schön. Und umlegen. Und das Gewicht verschieben. Wunderbar, Frau Doktor. Und noch einmal verschieben. Sehr schön, Frau Doktor. Ausgezeichnet, Frau Doktor. Das nächste Mal dann aber mit der Ski. Grüezi. Bin ich da, wo ich da bin? Ist das eine Buchhandlung? Ja, ich sollte ein Buch haben. Das ist von Leuten, die in die Berge hochgehen. Und dort war es sehr kalt. Es hat etwas mit der Wollendecke zu tun. In der Coop-Zeitung haben sie es beschrieben. Es ist etwa so dick. Was würde das kosten? Nein, es ist ein Buch für meinen Neveu. Ja, er wird darum gefirmt und eine Uhr hat er eben schon. Jetzt habe ich gedacht, ich will ihm das. Wie? Der Verfasser? Aha, wer das geschrieben hat? Ah, der ist eben abgestürzt, darum weiss man nicht mehr, wer es geschrieben hat. 4 senkrecht. Grautier. Das hat 4 Buchstaben und fängt mit dem E an. Da fehlt einer und dann geht es mit EL weiter. Ein Grautier mit E-E-L. Egel. Egel. Nein, das kann nicht sein. Das müsste eher ein L sein. Ja, aber dann stimmt senkrecht nicht mehr. Die Hühner tun es. Legen. Ja, da geht es genau gleich wieder. Egel. Das ist jetzt ein Blödsinn. Kreuz, wo das.
Und dann vier senkrecht geht, wenn es den Torab kannst lesen, dann heisst es Oktern, Oktern. Das ist echt das wieder Keibs, Oktern. Kirchlicher Feiertag. Habe ich auch noch nie gehört. Gibt es noch eine andere Feiertag mit dem G drin? Pfing, 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 Pfingsten. Pfing, das könnte noch ein G haben, ja. Im Januar ist alles stief und starr. Im Februar ist immer noch alles stief und starr. Im März, so wie eine Fortsetzung können Sie, jawohl. Allianz! Ja, gut, ja. Allianz, so sieht man dich auch wieder einmal. He? Ja, wir sind doch zusammen in der gleichen Schule gewesen, oder? Ja. Und ja, dort in dieser Flumdeckenfabrik gearbeitet. Und bin dann in Frankreich, um ein bisschen mein Französisch aufzupolieren, oder? Ja. Und jetzt ist mein Chef krank geworden, habe ich alles reorganisiert, nicht wahr? Oder ihr weißt doch, könntest mich doch, oder? Ja! Und so weiter, jawohl. Was meinst du, was das ist? Ja, da wirst du doch wohl wissen, was das ist, oder? Was? Flu. Ein Flugzeug. Wie das ein Flugzeug fliegt, aha. Ja, die Hände. Haben unter den Flügel haben sie so gesehen, was? Düse, ja, Düse, richtig. Nicht wahr, die Düse, die sind vorne sind sie offen und hinten sind sie auch offen. Jetzt kommt die Luft von vorne, geht in die Düse rein, dann jagt sie hinten die Luft raus, dann kommt gerade wieder neue noch, nicht wahr? Die jagt sie auch hinten raus und immer schneller und kommt immer mehr und plötzlich haut es ab. Du, Mari, jetzt hätten wir das Killerli von Wasser gesehen. Wenn man richtig Gotthard fährt, sieht man dreimal das Killerli von Wasser. Weil ja der Tunnel weiss schon, dann muss ja, ja, das sollte jetzt jeden Moment muss mal rausschauen. Ja, da oben ist das Killerli von Wasser. Wunderbar, jetzt geht es auf die andere Seite rüber. Muss auf die andere Seite rüber schauen. Entschuldigung. Muss da schauen. Jawohl, da oben ist das Killerli von Wasser. Schau, wunderbar. Ja, ja, jetzt bauen sie das Tunnel her. Immer am schönsten Ort bauen sie das Tunnel her. Wie? Ah, ja, ja. Aha, ja. Ihr redet Französisch da hin. Wo wohne ich? Belgik. Ah, Belgik. Schick. De Brüssel. Von Brüssel sind sie. Ich habe doch den Salat so gern, gell? Als Rennfahrer Hugi mache ich sehr viel Rundstreckenrennen. Das mache ich sehr gern. Mir ist immer an der frischen Luft. Und man lernt immer eine neue Gegend kennen bei diesen Rundstreckenrennen. Das letzte Mal sind wir auch gestartet in der Sagi unten. Dann sind wir darauf gefahren bei der chemischen Reinigung darauf, bis zur Kehlen rauf. Dort haben wir eine Spitzkehrung gemacht und dann sind wir hinten runter beim Steinbruch hinten durch. Dann sind wir wieder bei der Sagi gewesen. Das 80 Mal. Polizei, Hauptwache Schneider, 4:45. Was haben Sie? Eine Bombe vor dem Haus? Ja, das ist auch nur eine komische Sache. Das. Nein, wir können jetzt nicht raufkommen, sind alle im Bett. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sollen machen. Ich würde einfach nicht näher daran hergehen, als dass sie leiden. Oder legen Sie mal einen nassen Sack drüber, dass niemand anders draufsteht. He? Oder gehen Sie mal ein bisschen hören. Also wenn die Bombe dick macht, dann kann ich Ihnen sagen aus eigener Erfahrung, he? Dann ist es eine Zeitbombe. He? Ja, dann tun Sie mal hin, das Deckchen abschrauben. Ja, da kommt dann dort ein Mütterli vor. Und dort können Sie die Zeit einstellen.
Ja, Sie müssen halt auf die richtige Seite drehen. Ja, sonst ist dann halt schneller morgen. Hey, Kari, zieh doch nicht so am Seil. Du drückst mir ja das Seil ständig auf die Brust auf einen Kugelschreiber. Was? Nein, den Kugelschreiber brauche ich. Ich will mich doch im Matterhorn oben im Gästebuch eintragen. He? Oh, schau, da kommen schon die Japaner. Nein, die lassen wir dann nicht durch. He? Die lassen wir dann nicht durch. Hey, Chapsa, geht weg dort. Chaps, Fucci, he? Ja, ja. Der Wagen 32437. Bei dem Auto brennt noch das Bremslicht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Schauen Sie mal, ob Sie einem Fuß keine Schuhe haben. He? Was gibt es denn da zu lachen? Ach, komme ich jetzt auch nicht nach. Jetzt stehe ich da draußen beim grössten Seichwetter, schaue das Auto an, kontrolliere wegen dem Bremslicht, komme das da rein melden. Da fänden so saublöd an zu lachen. Stehen doch mal selber 2 Stunden im Schiff raus und schauen so ein Auto an. Ist doch wahr, schiess mir richtig an das. He? I, 5, 7, 11, 21, 22, 55, 75, 85. Und dann, wenn du nicht weißt, was geht, dann kommst du immer mit deinen Oberhinder führen. Schau doch mal so einen Ober an, hat ja weder Hemd noch Füße. 5, 7, 11, 21, 35, 55, 85, 85. Und dann, wenn du nicht weißt, was geht, dann kommst du dann noch mit dem Trumpf. Ich glaube, du zählst ja nicht einmal mit Trumpf, den wir hier haben. Für was hockst du denn überhaupt eigentlich da? Ist doch wahr. Was? Was ist? Aha, wir zwei jassen ja zusammen. Ja, stimmt. 49, 42, yes, 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 43, yes, we are coming. Sie haben gesagt, wir können landen. He? Willst du mal auf der Karte schauen, wo wir sind? He? Ja, da unten ist irgendein Wasser, wahrscheinlich der Rotsee oder irgendetwas anderes. Hä? Findest du nichts so? Ja, du musst nicht die Karte verkehrt haben. Du musst natürlich nicht zu Zürich schauen, wenn wir zu Luzern landen müssen, nicht wahr? Hä? Schau, da unten, da ist ja der Vierwaldstättensee, wunderbar. Schau mal, schön, wie der runtergeht. Drück noch eins auf den, zum Landen. Hast du noch nie eine Landung gemacht? Das kommt gut raus. Ich habe noch nie eine Landung gemacht. Hä? Aber du hast ja einen Haufen Knöpfe bei dir. Ich würde sagen, zum Landen nehmen wir mal etwas von den unteren. He? Ja, schön, wie er runtergeht. Wunderbar. Ja, wunderbar. Jetzt sehen wir schon den Hotel Schweizerhof. Jetzt müssen wir aber bremsen. Jetzt müssen wir aber runter. Noch 100 Meter. Schauen, sehen wir den Schweizerhof. Jetzt steht er. He? Wieso, dass er steht? Hast du schon mal etwas gelesen von einer Handbremse? He? Und somit werde ich wieder im Schweizerhof und begrüße Sie und danke, dass Sie mir zugelassen haben.